Seid mir gegrüßt zu einer neuen Geschichte aus Maushausen. Und ob die so sein wird, wie ihr sie im Vorschaubild gesehen habt? Oder habe ich euch vielleicht mit dem Vorschaubild komplett in die Irre geführt? Ihr werdet es erfahren, wenn ich das Buch hier aufgeschlagen habe und angefangen habe zu lesen. Der Gaukler im Wunderland. Langsam und lautlos schlängelt sich die Lava den Berg hinunter. Die Welt drumherum ist dunkel. Nur die staunenden Blicke reflektieren wie kleine Sterne in den Augen der Zuschauer das Spektakel. Die größere Reflexion in der Linse der Kamera könnte der Mond sein. Dunkel ist die Welt, aber nicht leise. Von überall her dringen Gespräche herüber, immer wieder unterbrochen von erstaunten Ausrufen, wenn wieder jemand etwas Neues entdeckt hat. Eine neue Szene in der Landschaft oder ein interessantes, lustiges oder skurriles Detail. Allmählich wird es heller. Die künstliche Sonne geht auf. Stück für Stück wechselt das Licht in dem großen Raum von Morgenröte zu taghellem Schein. Und immer mehr lässt sich vom Gaukler erkennen, der die Kamera vor sich herträgt. Ob man seine halblaut gesprochenen Erklärungen und Kommentare bei den Hintergrundgeräuschen später auf dem Video überhaupt verstehen kann, das hält ihn aber nicht davon ab, fleißig weiter zu filmen. Der Lavastrom ist im Tal angelangt, die kleinen roten LED-Lichter erlöschen und der Gaukler schwenkt weiter zur nächsten Szenerie. Gerade ist er im Abschnitt Italien unterwegs. Große, imposante Bauten kann man hier im Miniaturformat bewundern. Ein Abstecher nach Venedig darf natürlich auch nicht fehlen. Eine Weltreise mitten in Hamburg. Wobei auch hier selbst ein ganzer Tag nicht ausreicht, um wirklich alles zu entdecken. Im großen Hafen ziehen mächtige, detailgetreue Schiffe ihre Runden. Ganz unscheinbar hinter einem Berg versteckt steht eine Person am anderen Ende der großen Platte. Was sie da wohl macht? Mit nur leisem Geratter fährt ein Zug nach dem anderen durch die vielen unterschiedlichen Landschaften. Manche der Züge sind meterlang. Vor allem in Amerika scheinen die Waggons kein Ende nehmen zu wollen. Nur die Gurke auf Schienen gibt ein lautes Geräusch von sich. Welcher der Mitarbeiter wohl auf diese Idee gekommen ist? Und wieso ist das kurze Ding lauter als die großen Züge? Zum Abschnitt Knuffingen gehört sogar ein riesiger Flughafen. Hier kann man Flugzeugen beim Starten und Landen zusehen. Auch die Modellflieger sind ihren großen Vorbildern möglichst genau nachempfunden worden. Auf Knopfdruck kommt die ganze Flughafenfeuerwehr mit Blaulicht und viel Getöse zum Einsatz. Der Gaukler wird natürlich von einem ganz besonders angezogen. Von der großen Burg, die auf einem der grünen Berge thront. Ein gepflasterter Weg zieht sich vom Tal aus dort hinauf. Ritter mit Pferden und Fanfaren tummeln sich darauf. Sie sind auf dem Weg ins Dorf. Dort ist Markttag. Beim Betrachten der Stände kommt dem Gaukler eine Idee. Ein Mäuseroulette im Mini-Format. Das würde sich dort bestimmt gut machen. Sogleich fängt das Ideenkarussell an, sich zu drehen. Das war's mit der Geschichte aus dem Wunderland. In dem Video der Mäusegaukler unterwegs. Ich verlinke es euch mal da oben in der Ecke, wo ich im Miniaturwunderland war. Da habe ich es euch ja schon erzählt, dass mich Katrin auf eine Idee gebracht hat. Viel ist aus der Idee bislang nicht geworden, aber sie ist auf jeden Fall noch im Hinterkopf. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Mäuseroulette in 1:87. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Katrin freut sich immer sehr, wenn ich ihr die Kommentare von euch vorlese oder wenn sie sie auch selbst liest. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Jetzt im Abspann
gibt es zunächst mal die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Im unteren Video, da verlinke ich euch den Mäusegaukler im Miniaturwunderland und im oberen darf YouTube euch ein Video vorschlagen.